Hallo, mein Name ist Audrey. Ich bin deine persönliche Assistentin. Du kannst mich alles fragen, was du wissen möchtest. Okay, hier die aktuellen Nachrichten vom 6.4.2022. Das Rennen ist gelaufen! Kanada erste Nation, der die Besiedlung des Mondes mit aktuell 2000 Kolonisten gelang! Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Mit dem größten Vergnügen. Hier ein Song, der dir gefallen könnte. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Abendnachrichten aus Schwartau. Hier ist es einem Forschungsteam zum ersten Mal gelungen, aus Kohlenstoffdioxid in einem aufwendigen Verfahren Blaubeermarmelade herzustellen. Das Abrüstungsabkommen wurde von allen NATO-Staaten aufgehoben. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dich haltend, dich fest. Bunkeranlagen doch kleiner als gedacht. Drohende Essensknappheit. Insekten als Lösung. Guten Abend bei den Tagnachrichten. Die Nachrichten vom Tag am Abend. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass es bald zu einem Fallout kommen wird. Das ist falsch. Es ist der große Plan der Industriellen, um die Menschheit systematisch zu dezimieren. Es ist allgemein bekannt, dass man stirbt, wenn man in die öffentlichen Bunkeranlagen geht. Die Industriellen schlachten sich, um die Nahrungsknappheit zu bekämpfen. Sie trinken dein Blut, als wäre es Wein. Wacht auf! Ich schlafe! Und so entsetzt schaffst du auf meinen Leib die Hülle, die von mir noch bleibt, sag bitte. 23 Arbeiter sterben bei Tunneleinsturz einer Bunkeranlage. Viel weniger Menschen können in eine Bunkeranlage als vom Hauptsponsor McIntyre Corp versprochen. Wir wollen nicht schutzlos sein, wenn die ersten Bomben fallen. So der Burkina Faso'sche Verteidigungsminister. Buduje pierwszy system bunkrowy i zostaje zakupiony przez Bunker Schutzraum Systeme Niemiec. In Angst schaust du auf meinen Leib, weil von dir nur einer will bleibe. Greifst du es schon? Oh, du wolltest mich vor Leib bewahren. Aus Sorge hast du es getan. Ich war ahnungslos. Adung Juyue, Sayong Dönen. Um es mit den Worten des Dilekko-Dahara-Glöckchen zu sagen, Atomkraft ist das neue Blau und Sonnenenergie ist das Rosé von gestern. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ganz regungslos und endlich frei. Starte Aufzeichnung der Sondersitzung. Ort geheim. Datum 7.4.2022. Uhrzeit 23.46 Uhr. Anwesende: Frau Bundeskanzlerin Kallstadt, Frau Professorin Dr. Dornberger, Herr Oberst Grathoff, Frau CEO British American Tobacco Drew McIntyre, Frau Professorin Remke, Frau Dr. Schwanitz. Um das Vorhaben umzusetzen, bräuchten wir grob geschätzt Speicherplatz von
998.669.758 Floppy Disks, um den Algorithmus 20.000 Menschen auswählen zu lassen bei einem Datensatz von 17 Variablen pro Person und einer durchschnittlichen Bevölkerungsmenge von aktuellen 54 Millionen dürfte es zudem mehrere Monate dauern, um auch nur die ersten Berechnungen durchlaufen zu lassen. Aber das ist ja mehr als das Doppelte von dem, was aktuell an Rechenleistung auf dem gesamten Kontinent zur Verfügung steht. Wie sollen wir das bitte umsetzen? Speicherplatz, nicht Rechenleistung. Wir könnten es auch mit weniger versuchen, aber dann würde es noch länger dauern. Daher schlage ich eine nationale Offensive zur Informatisierung vor. Wir müssen hier pragmatisch denken. Das sind ja erstmal noch alles theoretische Überlegungen. Vielleicht kommt es ja gar nicht zum Ernstfall. Was ist, wenn die WählerInnen herausbekommen, für was für ein absurd paranoides Projekt wir hier ihre Steuergelder pulverisieren? Aber was ist, wenn doch? Die Aufkündigung des Vertrags von Odessa ist ein tiefer Vertrauensverlust, der die Militärnationen weltweit in Alarmbereitschaft versetzt hat. Nun gibt es keine vertragliche Grundlage mehr, die unterbindet, dass die eine oder andere Nation ihre tollen Nuklearwaffen nicht nur bei einer Parade präsentiert, sondern auch mal damit rumspielt oder aus Versehen und nur zur Selbstverteidigung einsetzt. Dennoch ist unser Anliegen hier absurd. 20.000 Menschen einfach so festzulegen, ist eine Sache der Unmöglichkeit. Es gibt so viel zu bedenken, so viel abzuwägen. Daher einigen wir uns ja nur auf die Kategorien. Dann kann uns niemand vorwerfen, wir hätten voreingenommen entschieden. Jung, zeugungsfähig, nützliche Fähigkeiten. Passt doch. Das notwendige Kapital sollten Sie auch mitbringen. Audrey, Schatz, ich hätte gerne noch ein wenig Scotch, wenn du so nett wärst. Hallo Menschenchen, ich bin gekommen, um eure Flüssigkeitsspeicher aufzufüllen. Hier. Moment. Nein. Oh, danke. Ich hoffe, sie hat mich nicht berührt. So unhygienisch. Wir können Menschen noch nicht auf ihre Zeugungsfähigkeit reduzieren. Das wäre zu kurz gedacht. Die Russen tun's schon ewig. Wir brauchen lediglich ein paar Zellen aus der... Aber überlegen Sie doch mal. Allerdings müssen Sie auch verstehen, dass wir nun mal nicht jeden Hinz und Kunz in dieses Gedankenexperiment einschließen können. Und wenn wir eh entscheiden müssen, sollten wir dies nach den effektivsten Kriterien tun. Dazu zählen meiner Meinung nach körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie die Fähigkeit zu konfliktfreiem Sozialverhalten. Der Schlüssel zu einer konfliktarmen Gesellschaft ist die Möglichkeit zu sozialem Aufstieg. Ohne persönliche Zielsetzung und Ehrgeiz kein gesellschaftlicher Fortschritt. Sie wollen also eine möglichst homogene Gesellschaft erstellen, damit es bloß keine Meinungsverschiedenheiten gibt? Meinungsverschiedenheiten führen schnell zu Streitigkeiten, handfesten Konflikten bis hin zum Bürgerkrieg. Daher schlage ich vor, dass wir eine Art Aufsichtsperson einsetzen, die alle Prozesse im Bunker überwacht. Ja, wir benötigen Arbeitsteilung. Alle Völker tun es. Die Jäger und Sammler, die Pfleger und Krieger. Es bedarf eben einer kompetenten Führung. Am besten man fängt bei den ganz Jungen an. Ich schlage einen generalisierten Orientierungs- und Assessment-Test vor. Die Leute machen ihn und rauskommt, und da können Sie mir sicher zustimmen, Professorin Dornberger, eine ideale Berufszuordnung. Dabei muss natürlich alles im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung geplant sein. Falls es überhaupt so weit kommt. Entschuldigen Sie, Frau Bundeskanzlerin, es ist für Sie. Hallo, hier kommt eine fortschrittliche KI auf Rädern, die dazu benutzt wird, um Gegenstände, Eine Hüfte und eine Wirbelsäule. Nein, das sollten wir unseren Robotern auf gar keinen Fall mitgeben. Hallo? Hallo, wer spricht da bitte? Dimitri, sind Sie das? Ah ja, ja, so kann ich Sie schon viel besser verstehen. Ja? Können Sie mich denn auch gut verstehen? Schön, schön. Ja, wie Sie sehr richtig sagen, können wir uns dann beide gut verstehen, ja. Das freut mich, dass es Ihnen gut geht. Ja, mir geht's auch gut. Was kann ich denn für Sie tun? Die Bombe, Dimitri? Sagen Sie mir... Gottverdammt, Dimitri! Was meinen Sie, Ihr Schützenkommandant ist durchgedreht? Das will ich Ihnen sagen, was... Lassen Sie mich ausreden. Ich sage Ihnen, lassen Sie mich ausreden. Ja, was glauben Sie wohl, wie mir jetzt zumute ist? Was glauben Sie wohl, wie ich mich fühle, wenn Sie mich anrufen mit solchen Nachrichten, ha? Sie haben doch gesoffen, Dimitri.
Natürlich spreche ich gerne mit Ihnen. Nein, nur jetzt gerade nicht. Natürlich bedeutet unsere Freundschaft mir etwas. Ja, ich weiß, Sie hätten es mir nicht mehr sagen müssen. Wenn das übrigens ein schlechter Scherz sein soll, dann wäre jetzt der beste Augenblick, um... Sie irren sich nicht. Nein? Nein? Schon verstanden. Schon verstanden, Dimitri. Natürlich sind wir für den Ernstfall vorbereitet. Ja, Sie auch, ich weiß. Ja, ja, genau. Es tut Ihnen leid. Ja, sicher. Natürlich tut es Ihnen leid. Mir tut es auch leid. Herzlich willkommen im Transitbereich der Bunkeranlage 200 der BSSD. Die politisch angespannte Situation und die atomare Bedrohung bereiten auch Ihnen Sorge. Sie haben sich einen Bunkerplatz gesichert oder wollen sich auf die Warteliste setzen lassen? Ausgezeichnet. Hinter unseren Türen wartet ein sicheres Leben auf Sie. Claudette Karmann! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Obergefreite Klimek. Bitte nehmen Sie nun Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Entschuldigung, ist der noch frei? Danke. Warten Sie schon lange? Ich heiße Marion. Günther. Warte, Günther Rote? Marion, Marion Aschenbach. Ja, ich meine, nein, ich heiße jetzt Weber. Hast du die Nachrichten gesehen? Ich habe mich sofort auf den Weg gemacht. Man hat ja überall hiervon gehört und gelesen. Ja, und dann kommt's doch ganz überraschend. Iris Dornberger? Name, Beruf, Zulassung? Professorin Dr. Iris Dornberger, Forschungsleitung Robotik und Informatik. Meine Zulassung. Obergefreite? Wissen Sie eigentlich, wen Sie da vor sich haben? Audrey, begrüße Professorin Dornberger. Guten Tag, Professorin Dornberger. Es freut mich, Sie wiederzusehen. Hui, liebe Leute, liebe Leute. Jetzt neu, Audrey in 4 spannenden Farben. Blau, grün, orange, pink. Darf ich Sie nun in die Bunkeranlage geleiten? Und bitte entschuldigen Sie vielmals die Unannehmlichkeiten. Wie bist du eigentlich an deinen Listenplatz gekommen? Oh, ich stehe nicht auf der Liste. Hoffentlich gibt es noch genug Restplätze. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich bringe die Kakerlaken für die entomologische Abteilung. Die restlichen 34.000 sind noch draußen. Kann ich einfach... Stets zu Diensten, mein Herr. Freitag! Name, Beruf, Zulassung. Thomas Freitag, Ingenieur. Ich stehe auf der Liste. Herr Freitag, wir haben Sie, aber Sie stehen ohne Anhang auf der Liste. Herr Freitag, Sie stehen ohne Anhang auf der Liste. Ihre Familie kann sich wie alle anderen auch auf einen Platz bewerben und wir werden Ihre Eignung prüfen. Aber morgen ist Samstag, Freitag ist jeden Tag. Ha, ha. Das muss hart sein, zwischen Überleben und der eigenen Familie zu entscheiden. Wo ist eigentlich dein Mann? Er war nicht immer der beste Ehemann. Und als dann die ersten Warnungen wegen den Bomben kamen, da... Er wollte sich nicht für einen Bunkerplatz bewerben. Meinte, dass das alles von denen da oben geplant sei und ich mich gefälligst nicht so anstellen soll. Dass das alles nur blinde Panik einer verblödeten Bevölkerung sei. Er war schon immer so. Das tut mir leid. Maffei! Entschuldigung. Drew McIntyre, CEO British American Tobacco, Shareholder Philip Morris International. Jetzt aber zack, ich stehe auf der Liste. Oh, McIntyre, wie schön Sie zu sehen. Kommen Sie nur durch. Das Wetter kann man sich nicht aussuchen, aber die Zigarette... Für Sie ist es egal, ob Sie auf der Liste stehen oder nicht. Sie können sich einfach alles erlauben. Jeder schaut halt auf sein eigenes Überleben. Was Sie da wohl bereden? Keine Ahnung, vielleicht irgendwas Organisatorisches? Glaube ich nicht. Also es ist ja wohl unerhört. Ich habe mir schon vor Monaten einen Platz bei Ihrem Vertreter gesichert und jetzt rufen Sie mich nicht mal aus?
Frau Heckler, bitte beruhigen Sie sich. Sie stehen nicht auf der Liste. Bitte tragen Sie sich ein, wenn Sie sich für einen Restplatz bewerben wollen. Einen Restplatz? Ich habe eine Hypothek auf mein Haus aufgenommen. Wenn der Weltuntergang nicht kommt, dann bin ich ruiniert. Bitte bleiben Sie ruhig. Sie können sich, wie alle anderen auch, auf einen Restplatz bewerben. Oder Sie gehen nach Hause. Guten Tag. Aber ich... Ich sagte guten Tag! Jetzt neu. Bitte bleiben Sie ruhig, sonst müssen wir den Einlass vorzeitig beenden und keiner von Ihnen kommt mehr rein. Gott, Günther, was mache ich jetzt, wenn ich keinen Platz mehr bekomme? Wenn jetzt sogar schon Leute abgewiesen werden, die auf der Liste stehen. Du kannst es bestimmt noch bei einem anderen Bunker versuchen. Verbinden Sie Ihre Audrey mit Ihrem Heimnetzwerk. Okay, meine Damen und Herren, ich werde nun einige Namen aufrufen. Diese Personen treten vor, mein Kollege überprüft ihre Identität und dann gehen sie durch diese Tür dort. Bitte bleiben Sie zurück, bis Sie aufgerufen werden. Bergmann, Jäger, Lenz. Warum wurden wir noch nicht aufgerufen? Wir warten hier schon seit Stunden. Bitte bleiben Sie ruhig und folgen Sie den Anweisungen. Grote! Sie ruft dich bestimmt auch gleich auf. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Soeben erreichte uns die Meldung, dass die Raketen gezündet wurden und Deutschland in weniger als einer Stunde erreichen werden. Es bleibt fraglich, ob das Abwehrsystem rechtzeitig reagieren wird, um größere... Es folgt ein Song, der Ihnen gefallen könnte. Leg den Schalter um, hol mich aus dem Schlaf. Ein Funken Energie und schon beginnt der Tag. Ein Funken Energie und ich bin da und sag, stets bereit, um dir zu dienen und zu helfen. Und leg den Schalter um, sieh, was in mir steckt. Bin ohne jeden Fehler nahezu perfekt. Niemals müde, niemals hungrig und in Endeffekt. Sind wir bereit, um dir zu dienen und zu helfen. In die Bunkeranlage. Aber was sollen wir jetzt tun? Sollen wir einfach hier stehen bleiben? Sterben? Das können Sie nicht machen! Ich habe meine Anweisung. Sie können sich Ihre Anweisung sonst wohin stecken! Bitte bleiben Sie ruhig. Wir wollen niemanden verletzen, aber wir werden es tun, wenn wir müssen. Das sind die Bomben. Das ist hier ganz in der Nähe. Lassen Sie mich rein! Es ist schon lange Fakt, dass der Tag zu wenig Stunden hat. Durch uns brennt das Licht auch noch bei Neumond. Hauptarbeit dir deine Zeit für Spiel und Spaß, keine Gelegenheit. Nur ein Wort, ein schon bis Wort rein. Glänzender Chrom und ein Herz aus Stein. Unsere seelenlosen Hände schlafen niemals ein. Dein Wunsch erfüllt, wir sind ganz für dich gemacht. Denn alles, was wir wissen, ist von dir erdacht. Vielleicht ist doch was dran, wenn Asimov vielleicht retten kann, denn außer ihm gibt es keinen, der uns Grenzen setzt. Der Scan ist fehlerhaft, ein Upgrade angebracht. Das Ende nahe war Fehler. Glänzender Chrom und ein Herz aus Stein. Unsere seelenlosen Hände schlafen niemals ein. Wir sind aus Stahl und bei uns liegt die Macht. Und alles, was uns ausbremst, ist von euch gemacht. Warte, ich sehe auf der Liste. Wir müssen mich reinlassen. Yes. Oh, meine Frau, hören Sie auf! Bitte, lassen Sie mich rein. Schnell jetzt. Sie gehen rein, ich schließe die Tür hinter Ihnen. Wenn Sie jemand fragt, Ihr Name ist Grote. Wie viele Papiere haben Sie? Wir haben keine Zeit mehr. Gehen Sie rein. Audrey, verschließe den Eingang. Mit dem größten Vergnügen. Yeah.
Oh, ihr geht. Kein Problem. Ich warte hier auf dich. Tagebucheintrag, 4.7.2022. Ich habe Tagebuch geführt, bis ich 16 war. Irgendwann habe ich es dann feierlich verbrannt. Gut, die Mühe mit dem Verbrennen hätte ich mir scheinbar nicht machen müssen. Es existiert jetzt aber nicht mehr. So wie alles andere auch. Es geht schlecht in den Social Score ein, wenn ich nicht jede Woche mindestens einen Eintrag einreiche. Es geht darum, nicht durchzudrehen. So wie Frau Grote. Sie hört die Menschen draußen vor der Tür. Sie klopfen. Sie geben ihr dagegen Beruhigungsmedikamente. Noch mehr als uns. 6.8.2022. Verlässt uns hier unten unser Verstand? Enden wir irgendwann alle so wie Frau Grote? Die Aufseherin sagt, hinter 6 Meter Stahl hören Sie kein Klopfen. Sie sind alle tot. Was weiß diese dumme Schlampe schon? Eintrag löschen. Tagebucheintrag 11.2.2023. Sie haben es bestätigt. Ich habe mir ein Stethoskop organisiert und es mit Frau Grote an die Tür gehalten. Sie klopfen. Nach 4 Monaten klopfen sie immer noch. Die Aufseherin sah nicht überrascht aus. Ihr Blick war so abgeklärt. Was ändert es? Wir können die Tür nicht öffnen. Wir müssen immer noch diese Einträge schreiben. Frau Grote ist immer noch jeden Tag an der Tür. Ich höre das Klopfen jetzt auch nachts. Im 12. Untergeschoss. In meinem Bett. Klopf, 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 klopf. Und jetzt die Werbung. Der Nachfolger von MückenGo 15 verspricht jetzt noch effizientere Mückenvernichtung. Die wichtigsten Fakten. Erleuchtet im Dunkeln. Er leuchtet im Hellen. Mücken sterben davon. Er versprüht einen wunderbaren Duft nach Jasmintee. Also nicht lang schnacken. MückenGo 20 einpacken. Go get you some. Guten Tag, Bewohnende des Bunkers 200 der BSSD. Es ist 12 Uhr mittags am 23.02.2042. Das heutige Mittagsangebot: Krütze. Zum Nachtisch: Obstsalat. Nicht vergessen, die Ansprache zur 20-Jahres-Feier von Aufseherin Pollock beginnt heute um 18 Uhr. Die Schulklasse der 12b legt heute um 13.45 Uhr ihren GOAT ab. Der Wissenschaftssektor bittet wiederholt darum, die Versuchsobjekte in der entomologischen Abteilung nicht zu füttern. Wie lange müssen wir noch? Hey Audrey, wie lange müssen wir denn noch? 2 Stunden. 2 Stunden. Hi, schön dich zu sehen. Hey, Anastasia. Hi, wohin geht's? Schichtbeginn. Irgendwer muss ja die Stellung halten. Wie geht's dir denn? Muss ja. Ich komme gerade vom Fitness. Diese neue VR-Jogging-Strecke Grand Canyon ist der Wahnsinn. Das klingt super. Vielleicht können wir die Tage ja mal zusammen hingehen, wenn mein Job es mir erlaubt. Ich glaube, mit Ende des Zyklus sollte ich wirklich mal mit jemandem tauschen, aber wer will schon in der Kantine arbeiten? Sag das nicht. Hier unten ist jeder wichtig. Jeder erfüllt seinen Zweck. Ja, du hast es ja gut mit der Forschungsabteilung. Du hast ja den ganz großen Wurf gelandet. Ja, um nichts in der Welt würde ich diese Arbeit tauschen. Allerdings läuft es bei uns gerade auch nicht so super.
missglückte Experimente, Computercodes voller Bugs, überall diese Kakerlaken. Ja. Davon will ich gar nicht erst anfangen. Oh je, das klingt ja nicht so gut. Naja, wie auch immer. Ich muss weiter, sonst komme ich noch zu spät. Ja, ich will auch gleich nochmal zum Nachtisch Obstsalat mir holen. Ja, guten Appetit. Tschüss. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grau. Die Tür? Richtig. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grau. Die Tür. Falsch. Die Wand? Richtig. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grau. Hast du gehört? Sie haben die Glühbirne in Gang 3 ausgewechselt. Das wurde auch Zeit. Das Geflimmer hat auch echt genervt. Boah, schon wieder Grütze. Jeden Tag gibt's Grütze. Seid nicht so undankbar. Früher, da gab es doch keine rote Grütze. Nur Kartoffeln. Das war hart, als ich noch in eurem Alter war. Ach, was ich dich noch fragen wollte. Hast du nächste Woche die C-Schicht? Ja, wieso? Oh, ich hab dir doch erzählt, dass Toni und ich jetzt zusammen sind. Der aus der Kinderbetreuung. Ach, der? Ja, und da ich nächste Woche die A-Schicht habe, würde ich Toni niemals sehen. Deswegen können wir tauschen. Ja, können wir. Junge Liebe, habe ich euch meine Geschichte erzählt, wie Bertha und ja. ich? Und was ist mit der Geschichte? Ja! Was? Kein Obstsalat heute? Was ist denn jetzt los? Schon wieder so ein Defekt. So eine Scheiße. Das Einzige, worauf man sich hier freuen konnte. Hast du frische Meeresluft? Mhm. Dreimal sogar. Hab ich von Jeremy bekommen, für meinen Sommerregen. Er hat sogar noch Pariser Abendluft draufgelegt. Krass. Willst du tauschen? Komm und schnapp sie dir. Was ist das? Monopoly. Was muss ich machen? Würfeln. 8. Und jetzt? Elisenstraße. 2000 Mark. Was ist Mark? Ach, hier, das Geld halt. Das brauchte man früher, wenn man irgendwie das gegen Essen eintauschen wollte oder gegen Kleidung oder gegen überhaupt gegen alles. Früher war vieles anders. Also, willst du die kaufen? Früher war auch die Decke blau. Das ist nicht die Decke, du Dummerchen. Das nennt man Himmel. Da draußen gibt's keine Decke und auch keine Wand oder keine Grenze nach oben oder nach vorne oder zur Seite. Wir waren schon ganz oben und haben die Welt von draußen betrachtet, aber dann haben wir einen Fehler gemacht und jetzt betrachten wir sie nur noch von innen. Bist du traurig? Sei nicht traurig. Ach, Würfel halt. 2. Ich liebe dich. Jetzt sag schon zurück! Radioaktiv, ihr Radio für alle Alpha-Zerfälle. Das verstehe ich nicht. Alpha-Strahlung zerfällt. Radioaktivität? Hier sind wieder eure Beta-Bitches 1 und 2. Was ein herrlicher Tag in Bunker 200. Findest du nicht auch? Weißt du, 2, was das Besondere an Atomwitzen ist? Nein, was denn 1? Keiner lacht, alle strahlen. Das Wetter. Die Temperatur beträgt konstante 21 Grad. Es weht ein laues Lüftchen in Gang 33, ansonsten strahlengraue Betondecke. Die aktuellen Verkehrsmeldungen. Heute ist mit vermehrten Wartezeiten bei der Essensausgabe zu rechnen. Ansonsten steht euch niemand im Wege. Ein guter Zeitpunkt für eine Diät. Obstsalat ist eh aus. Die Bunker-News. Frau behauptet, Blau gar nicht Farbe der Reichen. Heute Morgen behauptete eine Frau aus Gang 2, dass Blau gar nicht die Farbe der Reichen sei. Sie betonte, dass Blau eine Farbe sei, die jeder im Bunker trage, sodass eine Unterscheidung der ärmeren Bunkerbewohner gar nicht möglich sei. Stattdessen plädierte sie dafür, Grün als offizielle Farbe der Reichen einzuführen. Obstsalat eigentlich gar kein echter Salat. Als ein Mann mittleren Alters einen Obstsalat bestellte, fiel ihm nach kurzer Zeit auf, dass dieser gar nicht aus mehreren Obstsorten bestehe, sondern nur aus der Sorte Honigmelone. Salat impliziert für mich mindestens 3 Sorten Obst, monierte Gregor P. Außerdem sei das Gelb der Honigmelone nicht angemessen als Lebensmittel für Reiche.
Promis. Der Typ mit den Handpuppen wurde heute in einem der Gemeinschaftswaschräume gesichtet. Angeblich habe er es sich und dann seine Handpuppen gründlich poliert, wenn ihr versteht, was ich meine. Uiuiui, das klingt spannend. Spannend geht's weiter, bleibt definitiv dran. In einer Stunde verraten wir euch ein Rezept für ein köstliches Marie Curry. Aber zuerst die Werbung. Woher hast du das Xylophon? Also, ein Typ kommt in die Wohneinheit von so einem anderen Typ und das sind beides so richtige Kerle. Aber der eine ist viel handwerklicher begabt als der andere. Das sieht man dem auch richtig an. Und dann sagt der erste Typ so, wie sieht es denn hier aus? Du brauchst ganz dringend ein Makeover. Und dann holt er sein Werkzeug und dann schöneres Bild hier, tollere Topfpflanze da und bam, glow up. Man muss sich dann noch so Spezialeffekte und sowas vorstellen. Und dann sagt der erste Typ so, schon besser. Und dann kommt da so ein Schriftzug und da steht dann, mach es zu deinem Bunker. Jammer, ja, ja, yippie, yippie, yay. Nächstes Mal schreibe ich die Werbung. Wir haben die wichtigste Aufgabe von allen. Wir tragen die Verantwortung. Müssen uns damit herumplagen, wenn es Probleme gibt. Wir müssen immer ansprechbar sein. Nun ist es nun mal so, dass es einen technischen Defekt in der Botanik gab und der Obstsalat bis auf Weiteres knapp sein wird. Wer hat es denn dann verdient, wenn nicht wir? Das können wir nicht machen. Die Leute vertrauen uns. Sie müssen es nicht erfahren. Nein, das können Sie nicht machen. Schreien Sie mich nicht an. Ich bin raus hier. Ich mache da nicht mit. Sie sehen mich nie wieder. Davon träumen Sie wohl. Wer würde schon mit Ihnen tauschen wollen? Niemand will in der Kantine arbeiten. Und Sie wissen ja, was hier unten mit Nutzlosen passiert. Hier unten erfüllt jeder seinen Zweck. Tag 7853 seit der Schließung der Bunkertür. Rauschen. Den ganzen Tag nur Rauschen. Letztens dachte ich, etwas gehört zu haben. Newsflash, es war mehr Rauschen. Ich schwöre, wenn nicht bald irgendetwas passiert, dann... Es passiert doch eh nichts. Es ist noch nie irgendetwas passiert. Und warum nicht? Weil alle tot sind. Hört jemand auf mich? Natürlich nicht. Halt die Klappe, Jerry. Wenn es dir nicht passt, warum gehst du nicht, Jerry? Geh doch einfach selber. Dann muss ich eure dämlichen Fressen nicht mehr ertragen. Und auch nicht eure scheiß dummen Kommentare. Und vor allem muss ich dann nicht den ganzen Tag vor diesem scheiß Drecks-Funkgerät sitzen und mir dieses beschissene Rauschen anhören. Tag 7869 seit der Schließung des Bunkers. Glaube ich. Wer interessiert sich überhaupt dafür, ob ich hier sitze? Warum hören wir uns das Rauschen überhaupt an? Warum geben wir nicht einfach auf? Tag, was auch immer. Scheiß drauf. Ich hab's getan. Ich bin aufgestanden. Hab gegessen. Bin zum Funkraum gegangen und dann einfach dran vorbei. Und es hat niemand gemerkt. Ich bin einfach durch die Gänge des Bunkers gegangen. Kein Rauschen. Nacht. Knistern. Kein Rauschen. Ich habe noch ein letztes Mal die Kopfhörer aufgesetzt. Kein Rauschen. Nur eine Stimme. Kein Rauschen. Nie wieder Rauschen. Es ist weg. Es kommt nie wieder. Nur eine Stimme. Nur eine Stimme. Nur eine Stimme. Die ersten Explosionen haben wir etwa 100 Kilometer östlich vor der spanischen Küste beobachten können. Das muss in den frühen Morgenstunden gewesen sein. Danach verteilten sich die Explosionen unregelmäßig über den gesamten europäischen Kontinent. Natürlich wussten wir von den Bunkeranlagen, aber wir hatten den Kontakt zum Kontrollzentrum schon lange verloren. Wir dachten, dass niemand eine solche Katastrophe überleben könnte. Aber Sie sagen, dass die Menschen jetzt sicher unter der Erde leben? Kommandant Ford. Ich kann Ihnen versichern, dass es den Menschen den Umständen entsprechend gut geht. Inzwischen konnten wir über ein intersystemisches Netzwerk der BSSD Kontakt zu anderen Bunkern aufbauen. Außerdem ist die Strahlenbelastung an der Oberfläche viel geringer als zunächst angenommen. Und mit den entsprechenden Schutzvorkehrungen konnten wir auch bereits die ersten Menschen an die Oberfläche schicken, die sich dort ein Bild machen konnten. Ja, wir sind alle sehr zuversichtlich. Auf Seren Schälern, wir sind wirklich sehr erleichtert.
Freut mich ebenfalls, dass wir Kontakte aufbauen konnten. Damit hat nun wirklich niemand gerechnet. Die anderen Bunker werden sicherlich alles über Sie erfahren wollen. Wenn Sie von anderen Bunkern sprechen, wissen Sie dann auch, wie es um Kanada bestellt ist? Genauer Toronto und die CSA? Können Sie einen Kontakt zu ihnen herstellen? Unser Kommunikationsspezialist Jeremy wird sich direkt nach unserem Gespräch um einen Kontakt bemühen. Richten Sie ihm unseren Dank. Aufseherin Ceylan, Sie haben sie angelogen. Wir hatten außer Ihnen noch nicht einen einzigen menschlichen Kontakt. Wir wissen ja noch nicht einmal, ob außer uns irgendjemand überlebt hat. Aber was würde die Wahrheit Ihnen denn deiner Meinung nach nützen? Sie sitzen in einer Basis auf dem Mond fest und es gibt keine Möglichkeit für Sie, dass Sie jemals wieder nach Hause kommen können. Aber verdienen Sie es nicht, zu wissen, was los ist? Damit Sie in Panik geraten und Ihre Sauerstoffreserven noch schneller verbrauchen. Hör zu, ich verstehe deine Bedenken, aber das Schicksal dieser Menschen ist besiegelt. Es war ja allein ein purer Zufall, dass wir überhaupt Kontakt zu Ihnen aufnehmen konnten. Und deshalb ist das Einzige, was wir jetzt noch für Sie tun können, Ihnen in Ihrer letzten Lebenszeit wenigstens etwas Hoffnung zu geben. Hallo? Komm. Jerry, bist du da? Ja, ich bin da. Du meine Güte, du hast mich überrascht. War unser nächstes Gespräch nicht erst in einer Woche geplant? Ja. Ich habe die Langeweile einfach nicht mehr ausgehalten. Ich rede jetzt seit Jahren mit den immer gleichen Menschen. Tut etwas Abwechslung zwischendurch mal ganz gut. Ich hoffe nur, ich störe dich nicht. Du bist wahrscheinlich schwer beschäftigt. Ja, das Funkgerät steht so gut wie nie still. Aber ein bisschen Zeit kann ich sicherlich erübrigen. Wunderbar. Also, gibt's Neuigkeiten aus Toronto? Tut mir leid. Seit unserem letzten Gespräch noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich einfach noch ein bisschen durchhalten. Konnte ja niemand damit rechnen, dass wir eine Basis auf dem Mond bauen und danach die ganze Welt im Chaos versinkt. Vielleicht hatten wir auch Glück im Unglück. Das ist eine Möglichkeit, es zu sehen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, klar. Erzähl mir was. Wie war dein Tag? Was ist in letzter Zeit so passiert? Was genau willst du denn wissen? Lass mich nachdenken. Was hast du heute gegessen? Wir hatten so Haferflockenpulver zum Frühstück, was man mit Wasser aufgießt. Und einen halben Apfel für jeden. Scheinen sich unsere Speisepläne nicht sonderlich zu unterscheiden. Bei mir gab's heute Käsebrot aus der Tube. Um den Apfel beneide ich dich allerdings. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Äpfel vom Frühstück aus der Petrischale kommen und in ihrem ganzen Leben noch nicht einen einzigen Baum gesehen haben. Ihr werdet kaum einen Unterschied bemerken, wenn ihr wieder da seid. Wahrscheinlich gibt es keine bessere Vorbereitung auf ein Leben im Bunker als ein Leben im Weltall. Wisst ihr denn schon, in welchem Bunker ihr wollt, wenn ihr wieder da seid? Meinst du, wir können uns das aussuchen? Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich gehe ich in den auch meine Familie untergebracht ist. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Hier kann man sich nicht gut aus dem Weg gehen und man ist garantiert nie allein. Naja, wenn man nicht gerade im Funkraum sitzt. Du weißt nicht, wie wunderschön das gerade klingt. Hier oben war ich manchmal so einsam, dass ich angefangen habe, mit Audrey White oder Pflicht zu spielen. Aber hast du nicht immer deine Kollegen um dich rum? Ja. Vielleicht meine ich auch mehr sein emotionales Alleine-Sein. Verstehst du? Was liest du da eigentlich? Das ist nur so ein blödes Comic-Heft für Kinder. Sie hatten in der Bibliothek gerade nichts anderes. Krocknack der Barbar, die Rache der Menschsaurier? Die Rache der Menschsaurier? Das ist meine Lieblingsausgabe. Es war so krass, wie Brockner sich mit Tumboldt, dem mutierten Krigosaurus, zusammengetan hat und dann Mesozoikum statt aus den Fängen des Dinosaurus Rex gerettet hat. War das die Ausgabe vor oder nach den Fledermausbabys? Wieder vor. Ich kann es kaum erwarten, meine Lieblingsausgaben wieder zu lesen. Tut mir leid, aber ich muss los. Wir müssen die Station ja immer noch eine Weile am Laufen halten. Gehst du mit mir aus? Was? Das war jetzt natürlich nicht der richtige Ausdruck dafür. Ich meine, wir können ja beide schlecht irgendwo hingehen, aber ich meine, gehst du mit mir auf ein Date? Also so, wir zu zweit.
Essen, Kerzenschein. Bitte sag mir, du weißt, was ich meine. Ja. Ja, du weißt, was ich meine, oder ja? Ja, zum Date. Ich gehe sehr gerne mit dir aus. Wow. Wirklich? Ich meine, super. Also, heute Abend um 8, ich bringe mein Essen mit und du deins und wir treffen uns dann? Ich weiß, nicht sehr romantisch, aber wir können ja Kerzen aufstellen. Es sei denn natürlich, du hast keine Zeit, dann können wir auch gerne morgen oder... Heute Abend ist... Weißt du was, heute Abend ist perfekt. Ich freue mich schon, meine Spaghetti aus der Tube mit dir zu essen. Wow, dann bis heute Abend. Ja, bis heute Abend. Ich freue mich. Bordingenieurin Miller ist heute Mittag verstorben. Sie war eine hervorragende Ingenieurin und eine meiner besten Freunde. Und die letzte meiner Mannschaft. Als ihr Vorgesetzter fühle ich mich schuldig, dass ich der letzte Überlebende bin. Was war ihr Wunsch, ihr Ende selbst zu stehen? Aber dem wollte ich nicht im Weg stehen. Das will doch keiner hören. Tut mir leid. Der Alarm signalisiert, dass die Sauerstoffreserven unter einen kritischen Wert gesunken sind. In etwa einer Stunde werden sich alle lebenserhaltenden Maßnahmen abschalten. Es war mir eine Ehre, Sie kennengelernt zu haben, Kommandant Ford. Auch wenn ich wünschte, es wäre unter anderen Umständen gewesen. Ganz meinerseits auch, Aufseherin Shaylan. Und danke. Frank, bist du da? Frank, bitte komm. Du bist pünktlich. Eine sehr gute Eigenschaft. Ach, ich habe euer Gespräch mitbekommen. Wusstest du es die ganze Zeit? Nicht die ganze Zeit. Warum hast du nichts gesagt? Als wir herausgefunden haben, wie viel Zeit uns noch bleibt, hat sich alles immer nur darum gedreht. Alle haben nur darüber gesprochen, wie wir uns noch retten können. Hier konnte ich das alles für eine Weile vergessen. Und jetzt? Was jetzt? Jetzt haben wir ein Date. Das ist nicht dein Ernst. Willst du mich etwa versetzen? Das wäre aber nicht sehr nett. Ich habe mich extra geschminkt und mir eine richtige Hose angezogen. Obwohl du nur meinen Oberkörper sehen kannst. Du sagtest, du hast noch eine Stunde vor. Sollten wir jetzt wohl besser loslegen, oder? Geht es der Schwerkraft entgegen. Ich lass nicht los, oh wie traumhaft, dich hochzuheben. Granit und Marmor binden mich so weit entfernt von dir. Und was mich zu dir zieht, bleibt wie die Welt entfernt von mir.
Riss in der Wand. Am Anfang war da kein Riss, aber jetzt ist er da. Ich weiß noch, als ich mit Esther am Tisch saß. Ich schaute zu ihr und dann kurz an ihr vorbei. Und dann bemerkte ich ihn. Ich beneide ihn. Die Freiheit, die er genießt. Ha, ginge ich nach links und dann nach rechts, stünde ich nur vor einer Betonwand. Er ist größer geworden. Ein Millimeter, vielleicht zwei, aber er ist größer geworden. Auf der anderen Seite, da muss etwas sein. Ich höre sie flüstern. Esther meinte zu mir, dass da gar kein Riss sei. Grau. Ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Grau, sie irrt sich. Ich muss hier raus. Und jetzt die Werbung. Die Triste. Alles Neue über das Leben im Bunker. Die neue Trendfarbe im Bunker ist blau. Und immer das gleiche Kreuzworträtsel. Die Triste. Jetzt, vor jeder Wohneinheit. Jeden Tag. Immer. Bis ans Ende aller Tage. Günstige Fake-Accounts mit integrierten Bots von Be My Friend. Sie fühlen sich einsam und verlassen. Dank Be My Friend wird man es auf ihren Netzwerkprofilen und auch im echten Leben nicht mehr merken. Unendlicher Spaß und unendliche Freundschaft. Get your friends on Be My Friend. Because you are alone. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.30 Uhr am 17. November 2082. Das heutige Frühstücksangebot, natürlich ist es Grütze. Nicht vergessen, heute findet die 30. Zwischenstandserhebung der psychologischen Gesundheit aller Bewohnenden des Bunkers 200 der BSSD statt. Aufseherin Ceylan bedankt sich dafür, dass alle Bewohnenden die täglichen Safe-Monitoring-Einträge zur Datenerhebung freiwillig zur Sichtung zur Verfügung gestellt haben. Nette, verhält sich in letzter Zeit so merkwürdig. Es ist so, als ob sie ein ganz anderer Mensch wäre. Nummer 3614001. Genau, ich bin die Neue. Letztens hat sie mich gefragt, ob ich Tafelspitz mag. Da weiß sie doch ganz genau, dass ich allergisch bin gegen Rindfleisch. Ja, die Infos habe ich erhalten. Natürlich werde ich vorsichtig sein. Er wird nichts merken. Alles melden. Verstanden. Früher habe ich gerne Radio gehört, aber jetzt macht es mich krank. Tag ein, Tag aus. Die gleichen Lieder, die gleiche Wettervorhersage, die gleichen schlechten Witze. Vielleicht gehe ich einfach mal persönlich dorthin und mache mein eigenes Radioprogramm. Am Anfang aufgeregtes Rufen, dann ein, zwei, drei laute Knalls und schließlich Ruhe. Einfach nicht. Revolution des Radios. Nummer 3614005. Alles ruhig. Ich habe die Lage im Blick. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Der Boris von gegenüber hat mir neulich erzählt, dass er abgehört wird. Alle sagen, dass er ein Spinner ist, aber in letzter Zeit denke ich manchmal, dass er vielleicht doch recht hat. Ich habe auch das Knacken in der Leitung gehört. Nummer 3614012. Natürlich. Heimlich still und leise. Mit viel Geduld. Irgendwann gibt jeder seine Geheimnisse preis. Audrey beobachtet. Überall her schauen mich ihre Augen an. Aus den Steckdosen starrt sie. Ich habe alle Steckdosen mit dickem schwarzen Klebeband zugeklebt. Sie mich nicht mehr sehen kann. Ich denke, sie hat mich verwanzt. Ich kann es genau in ihren Augen sehen. Wenn sie mir mein Frühstück bringt, der Kaffee ist ein Stückchen zu süß, genau wie ihr Lächeln. Sie vergiftet mich. Ich schütte den Kaffee weg, wenn sie nicht hinschaut. Ich habe es Klaus erzählt, aber der glaubt mir nicht. Ich mache mir langsam Sorgen um den Boris. Das macht mir Angst. Ständiges Gerede von Bespitzelung. Inzwischen glaube ich sogar selbst beobachtet zu werden. Nummer 3614103. Frau ist ein Spitzel, ein Spion. Es ist nicht leicht, noch mehr Informationen über ihn zu beschaffen. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme,
steht meine Zahnbürste. Ein Stückchen anders im Zahnputzbecher. Ich werde immer verrückter und dadurch auch vorsichtiger. Kenne ich diese Telefonate? Und vor kurzem hat er mich fast dabei erwischt, wie ich eine Watze im Badezimmer anbringen wollte. Wenn ich mal dran gehe, dann ist die Leitung leer. Gestern Nacht hat mich wieder jemand angerufen. Nichts gesagt, nur geatmet. Als ich dann gefragt habe, welcher Vollidiot mich um 2 Uhr nachts aus dem Bett klingelt, hat er einfach aufgelegt. Und ständig ist sie irgendwo. Und wenn ich sie mal frage, wo sie hingeht, sagt sie spazieren. Aber wer geht bitte da spazieren? In einem Bunker. 5 Stunden lang. Gestern habe ich Boris mal wieder am Fahrstuhl getroffen. Er hatte recht. Mir ist sicher, dass auch ich verfolgt und abgehört werde. Das Gefühl, dass letztens jemand in meiner Wohnung war. Überall sind Augen, die mich beobachten. Die Gardinen öffne ich gar nicht mehr. Noch das Telefonkabel habe ich durchgeschnitten, damit niemand die Leitung anzapfen kann. Annette beobachtet mich. Sie hört mich ab und meldet den oben alles. Es ist grausam. Ich werde dem Ganzen ein Ende bereiten. Sie werden bestimmt nicht erfreut darüber sein, dass jemand ihren Spitzel umbringt. Aber dieses Risiko werde ich eingehen. Radioaktiv. Für mehr Radioaktivität im Bunker. Hier sind wieder eure Gamma Girls 1 und 2. Und Jerry, unser neuer Praktikant. Sag Hi, Jerry. Hi, Jerry. Jerry, halt die Schnauze, du klaust uns Sendezeit. Aber ihr habt doch gesagt, ich soll das. Wenn der Kuchen redet, haben die Krummel zu schweigen, also pst. Das Wetter. Die Temperatur beträgt konstante 21 Grad. Wen überrascht's? Es weht ein laues Lüftchen in Gang 33, ansonsten strahlen graue Betondecke. Die aktuellen Verkehrsmeldungen. Vermeidet den Weg durch Gang 74. Hier ist ein Roboter der Feuerwache in Flammen aufgegangen und es kommt zu vermehrter Rauchbildung. Schon wieder? Interessiert uns alle brennend. Zu den Nachrichten. Ey, Jerry, lies mal vor. Die Bunker-News. Dümmster Bunkerbewohner nun als Praktikant bei Radio. So dumm. Das kannst du doch nicht sagen. Er sollte uns aufhalten. Hast recht. Jerry, du bist so dumm. Zu den echten Bunker-News. Frau revidiert. Blau scheinbar doch Farbe der Reichen. Offensichtlich war sie nach ihrer öffentlichen Äußerung von einigen pflichtbewussten Mitbürgern zurechtgerückt worden, sodass sie ihren anfänglichen Irrtum erkennen konnte. Daraufhin revidierte sie ihre Aussage, dass Blau die Farbe der Reichen sei. Den Vorschlag, Grün zur Farbe der Reichen zu ernennen, nahm sie schließlich zurück, um wenigstens ihre restlichen Zähne behalten zu können. Der Prozess um Günther G. hat gestern sein lang ersehntes Ende gefunden. Nach anstrengenden 2 Tagen verhängte Aufseherin Schälern endlich die wohlverdiente Höchststrafe. Günther G. hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag seine Frau Anna im Streit mit seinem Audrey Terminal erschlagen, der Sack. Das Urteil wird morgen um 13.30 Uhr von den Exekutionsbots vollstreckt. Unsere geliebte Audrey wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. You go, girl! Ey, Jerry, sag mal was. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ey, Jerry. Jerry, hörst du das? Mein Arschgeigenzähler zählt wieder. Jerry, sag mal 1. 1. So dumm. Wir haben einen Leserbrief erhalten. Wer liest bitte ein Radio? Radiosendung. Unprofessionell, vulgär, gemein zu Praktikanten. Ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Und hier ein weiterer Song. Eine schönere Zeit. Für alle außer Praktikanten. Echt jetzt? Klappe, Jerry! Duftende Rosen und grasende Tiere, plätschernde Bäche bei Regen spazieren, kleine Geschenke der Gastfreundlichkeit. Wie schön war die Erde noch in dieser Zeit. Duftende Rosen und grasende Tiere, plätschernde Bäche bei Regen spazieren, kleine Geschenke der Gastfreundlichkeit. Wie schön war die Erde noch in dieser Zeit. Pferde, die toben im Grünen auf Weiden, lange spazieren durch blühende Heiden, den Atem zu sehen bei Tag, wenn es schneit. Ich kenne sie noch, diese schöne Zeit. Kinder, die tanzen und schaukeln und springen, Geburtstage feiern und Ständchen sich singen, ins Flugzeug zu steigen, verreisen ganz weit, was möglich war in einer schönen Zeit. Wenn ein Schuss fällt, der Strom ausfällt und ich glaub, das war's.
dann denk ich an alles, was glücklich mich macht. Und nichts macht mir Angst, nur Spaß. Hochwasserschäden, Taifune, Tsunamis, Häuser, die einklappen wie Origamis. Ein Kind ohne Eltern auf See, wenn es schreit, kennst du sie noch, diese schönere Zeit? Menschengemachte globale Erwärmung, Massentierhaltung, sexistische Werbung, zur Armut verdammt und zur Untätigkeit. Das gab es in einer schöneren Zeit. Kommentarspalten, rassistische Witze, die Polkappen schwätzen und Eisbären schwitzen, Chancen diskreditieren als Aufdringlichkeit. Bring mich zurück in die schönere Zeit. Der Alarm pfeift und der Sturm peitscht, wenn der Weltschmerz nagt, dann denk ich an alles, was glücklich mich macht und scheiß auf mich kratzt. Beweis. Schwarz auf weiß. Sie war eine Spionin. Hier, 36, das war ihre Nummer. Und 14? 14 war wahrscheinlich die Nummer, die sie mir gegeben hat. Hier stehen noch weitere Notizen. Hat die Vorhänge immer zugezogen. Ist nichts mehr. Objekt Klaus K. Liebes Tagebuch, Montag. Der Lehrer hat gesagt, wir sollen ein Tagebuch führen. Celine ist meine Freundin und sitzt in der Schule neben mir, obwohl sie schon ganz alt ist, fast 16. Celine hat mir erzählt, dass sie bald einen Test machen muss und dann darf sie nicht mehr zur Schule kommen, sondern muss mit den Erwachsenen arbeiten. Ich freue mich drauf, den Test zu machen, weil er mir sagen wird, was ich am besten kann. Heute habe ich Celine getroffen und sie hat erzählt, dass sie jetzt als Bokanitterin arbeitet. Und dann hat sie mich und Mama mitgenommen, dahin, wo sie arbeitet. Da darf normalerweise niemand hin. Und dann hat sie noch gesagt, dass das ein Geheimnis ist, dass wir dort waren und dass ich das niemandem verraten darf. Auch nicht meinen Freunden oder meinem Tagebuch. Oh. Liebes Tagebuch, Montag. Jetzt habe ich Celine schon lange nicht mehr getroffen. Ich warte manchmal auf sie draußen vor ihrem Garten, aber sie kommt nie raus. Ob sie nicht mehr als Botanikerin arbeitet? Vielleicht hat sie einen neuen Test gemacht und arbeitet jetzt woanders. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Achtung! Fehler in der Türverriegelung zu Sektor C der entomologischen Abteilung entdeckt. Scanne nach Bewohnenden-ID.
Scan erfolglos. Wechsle zu persönlicher Kontaktaufnahme. Hallo? Hallo, bewohnende Person des Bunkers 200 der BSSD? Es ist bereits nach der Sperrstunde und Sie betreten einen abgeriegelten Bereich. Bitte begeben Sie sich zurück in Ihre Wohneinheit. Sonst bleibt mir leider nichts anderes übrig, als das Militär über Ihre... Aromen, Backtriebmittel, Ammoniumhydrogencarbonat. Ah, da werde ich auch immer ganz schwach. Wer ist da? Oh, nur ein Freund mit denselben gustatorischen Leidenschaften. Hä? Ah, naja, eher olfaktorisch. Wusstest du, dass Kakerlaken gar keinen Geschmackssinn haben? Naja, natürlich wusstest du das nicht. Wie soll man wissen, was man nicht hat, wenn man es nie hatte? Mit wem redest du da, 75M? Oh, Entschuldigung, ich wollte niemanden wecken und unser Besucher hier war auch so bemüht, niemanden auf sich aufmerksam zu machen. Ich hab's genau gesehen. Er war sehr geschickt, verstohlen, aber ich habe das Quietschen der Tür gehört. Kukuluku! 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 Kukuluku? Unser Warnruf! Dein Überfall ist gescheitert! Aber das ist doch kein Überfall. Hey, Schaben, da ist eine, Fremdkakerlake. Schaut, da drüben. Wow. Raus mit der Sprache, Fremder. Wer bist du? Wo kommst du her, Fremder? Woher bist du? Hast du eine Kiwi dabei? Was ist die Quadratwurzel aus 176? Hast du Kinder? Hast du meine Beine gesehen? Ich hab mich ganz verstanden. Wo kommst du weg? Von dahinter der Tür. Das kann nicht sein. Kinder, haltet euch die Ohren zu. Das ist eine große Schamscheiße, die du da von dir gibst. Hinter der Tür ist das reine Nichts. Du willst uns weismachen, dass dein Glasnest im großen dahinter der Tür liegt? Ich hab gar kein Glasnest. Die meiste Zeit lebe ich in einer Wand mit meiner Ratte Fipsi. In einer Wand? Wie die Wilden? Es ist also doch etwas da draußen. Hey Leute, ich hab's euch immer gesagt. Jetzt hört doch mal zu. Ich kann's nicht fassen. Du glaubst, dass du etwas nicht fassen kannst? Du? Sei still, Vierbein. Sei still, du Freak. Schaut ihn an. Zwei Arme, zwei Beine, wie absonderlich. Was soll ich denn tun? Laufen und zwei Dinge halten? Was ist, wenn ich mal vier Dinge halten will, ha? Entschuldige, Vierbein. Wer bist du? Ich bin 17Z. Ich hab dich mein Leben lang gesucht. Es müssen jetzt 2 Monate sein. Hätte ich gewusst, dass du da draußen bist, hätte ich auch nach dir gesucht. Nur anzusehen, ich würde
falschen Bitten flehen, alles überstehen. Zeit mit dir soll nie vergehen, du brauchst mich nur anzusehen. Ich würde falschen Bitten flehen, jede Folter überstehen. Komm mit mir, raus, in das Große dahinter der Tür. Ihr könnt alle mitkommen. Ich zeige euch eine neue Welt voller Abenteuer. Ja! Nein! Nein! Nein? Nein! Das ist doch alles ganz großer Quatsch. Da draußen, da gibt's kein Kakerlakenleben. Meine Lieben, so haltet doch an euch. Sag mal, macht ihr das mit Absicht? Wenn es da draußen ein Land geben würde, das für uns geeignet ist, hätte es uns die große Schicksalskakerlake in ihrer endlosen Weisheit längst mitgeteilt. Große Schicksalskakerlake? Ein Ungläubiger! Er beleidigt die große Schicksalskakerlake! Reißt ihm die Beine aus! Und gebt sie mir! Beruhigt euch! Ich hab doch gar nichts gesagt! Ja, aber überlegt doch mal, was es bedeutet, dass Zack hier ist. Es gibt noch mehr da draußen. Ist das nicht aufregend? Also Leute, kommt mit mir ins Freie. Reitet auf Ratten durch den Neonschein. Fresst, was auch immer ihr fressen wollt. Seid Kakerlaken, wie ihr Kakerlaken sein wollt. Hört mich an und teilt mit mir den Wunsch nach mehr einem selbstbestimmten Leben. Hört mich an. Ist da noch etwas hinter dieser Wand aus Glas? Wer knipst das Licht an und wer löscht es aus? Das geht uns nichts an, hör doch auf zu fragen. Wer hat den Käfig, der uns hält, gebaut? Eins ist sicher, das kann niemand sagen. Die Hoffnung weist uns einen Weg hinaus. Ein Finger in den Wunden, die seit langem brennen. Das Klirren ihrer Schlüssel ruft mich wie Applaus. Es hat ja einen Grund, warum uns Stäbe trennen. Und wenn ich fall, dann fall ich halt, komm mit mir, versucht es dann erleben, wir unser selbstbestimmtes Leben. Renn mit mir, da muss noch mehr sein hinter dieser Tür auf Stahl. Auf Ratten reiten im Neonschein. Romantik nur voller Kitsch und Tragik. Wir nisten uns in Schächten und in Wänden ein. Schüren unter Mensch und hier die größte Panik. Die Freiheit schmeckt köstlich wie Faunen. Optimismus ist einzigartig. Wir krabbeln raus, wo das Leben tut. Die Motzen hat das Licht verbrannt. Lasst euch, flieht mit mir. Wir haben wirklich mehr verdient. Nehmt die Beine in die Hände, flieht mit mir. Wir finden raus, dass Freiheit ist, was Leben ist. Flieht mit mir. Wir sitzen hier so an uns. Ich spüre es. Die große Schicksalskakerlake, sie spricht zu mir und sie sagt mir, dass wir das gesegnete Land außerhalb des Glasnestes finden müssen, weil so war das ja schon immer ihr Plan in ihrer Herrlichkeit. Wartet auf mich! Oh
100 Jahre Bunker. Eure Sendung zum Jubeljubiläum. Es berichtet für euch Agatha Manigold. Als erste und einzige Fernsehsendung im Bunker war es mir noch einmal möglich, mit dem letzten Himmelsmenschen vor seinem Tod sprechen zu können. Akif König ist der letzte Mensch, der außerhalb des Bunkers geboren und aufgewachsen ist. Ich begleitete Akif auf seinen letzten Vortrag. Der Andrang war voll groß. Akif zeigte Fotos von, wie er es nannte, der Welt von draußen. Das ist doch gefälscht, hört man einen Gast in der ersten Reihe rufen. Ich muss zugeben, dieses Bild von einer riesigen Pfütze Wasser, umgeben von einer Menge Dreck, sieht sehr unrealistisch aus. Die Menschen tragen ein Lächeln im Gesicht, während sie in der Sonne liegen oder im Wasser schwimmen, ohne darauf achten zu müssen, in ein paar Metern mit dem Kopf gegen eine Wand zu knallen. Am Ende des Vortrags bin ich davon überzeugt, dass dieser Mann definitiv etwas hat, das wir, die wir im Bunker geboren und aufgewachsen sind, nicht haben. Er wirkt voll glücklich. Auch wenn die Welt, von der er erzählt, sich sehr unrealistisch anhört. Aber vielleicht reicht auch einfach meine Vorstellungskraft nicht aus, mir vorzustellen, stundenlang geradeaus zu laufen, ohne dass mir eine Wand den Weg abschneidet. Aber was hindert uns daran, nicht ein bisschen zu träumen? Ich bin Agatha Manigold und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, zeige ich euch, wie ihr mit ein bisschen Eigenurin und Kakerlakenmehl euren Bunkeranzug pink färben könnt. Tschüss! Militärische Befugnis erkannt. Systeme von Laborraum 1 der humanbiologischen Abteilung werden hochgefahren. Guten Morgen, Frau Dr. Winkel. Das Protokoll über die Vitalwerte von Subjekt 001 der letzten 12 Stunden wird nun in Ihren Datenspeicher übertragen. Keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Ich empfehle dennoch eine erneute Prüfung, nur zur Sicherheit. Länge von anterior bis posterior bei 9,8 cm. Audrey, zeig mir bitte die Nährstoffgehalt. Mit dem größten Vergnügen. Blutsurrogat sieht gut aus, aber... Nährstoff- und Sauerstoffwerte sind deutlich unterhalb der angestrebten Norm. Zeit für eine neue artifizielle Plazenta. Es sollten noch einige Multilobate im Kühlschrank liegen. Wie läuft das? Wir dachten, wir schauen mal vorbei. Ja, es dürfte euch wahrscheinlich interessieren, dass ihr ein Mädchen bekommt. Aber schaut sie euch ruhig selbst an. Aaron, du hast da eine Kakerlake auf deiner Schulter. Sieht aus, als wäre es eine von deinen. Nicht wir bekommen das Mädchen. Ach du meine Güte, wie groß sie geworden ist. Wir waren auch erst letzte Woche hier. Aaron, das musst du sehen. Ihr Wachstum entspricht den Erwartungen. Wir haben vor 2 Tagen eine beginnende maligne Myopie festgestellt. Allerdings konnten wir die bereits richten. Also. Wie heißt sie denn? Noch hat sie keinen Namen. Habt ihr einen Vorschlag? Ich persönlich finde Eider sehr schön. Dabei handelt es sich um einen westafrikanischen Schutzgeist der Fruchtbarkeit. Ich finde den Namen schön. Wenn das hier funktioniert, dann ist das unsere Zukunft. Geht es ihr denn gut, so ganz allein im Bioberg? Müssen Babys nicht Wärme spüren oder Stimmen hören oder so? Ihr geht es hervorragend. Das Blutsurrogat ist bei einer durchgängigen Temperatur von 37 Grad Celsius. Ja, und was die äußere Stimulierung angeht, macht ihr da keine Sorgen. Sie kann meine Stimme hören, deine Stimme und Sean's Musik, die er nachts spielt, wenn er denkt, dass ich das nicht mitbekomme. Britta, sagtest du nicht, dass zu viel künstliches Licht schlecht für ihre Augen sei? Ich denke, es ist an der Zeit, sie jetzt etwas schlafen zu lassen. Ja, wir sollten ihr vielleicht wirklich etwas Ruhe gönnen. Aber schaut doch gerne morgen nochmal vorbei. Natürlich, ich kann es kaum erwarten. Gute Nacht, mein Liebling. Mami kommt bald wieder.
ich mir ja denken können, dass du hier bist. Ich hab dich schon gesucht zu Hause. Du hast doch längst Feierabend. Warum bist du noch im Labor? Mir ist eingefallen, dass die Albuminlösung noch nicht zum Blutsurrogat hinzugefügt wurde. Und damit es der Kleinen gut geht, wollte ich das noch schnell nachholen. Du bist wirklich zu gut für dieses Labor. Aber lass das doch die Frühschicht morgen machen. Nee, das sollte schon besser jetzt noch gemacht werden. Ja. Okay, dann mach du mal. Ach, guck mal, hier ist noch die Kakerlake von vorhin. Bringen Sie mal eben zurück in die Entomologie. Das war ziemlich viel. Ach, danke für den Hinweis. Das wäre fast ein Malheur passiert. Das ist aber auch kein Albumin. Hast du dich vergriffen? Fabian, was? Und wenn schon. Was tust du? Aber warum? Was ist los? Dann züchten wir uns halt ein neues. Du kannst doch hier nicht einfach so ein wichtiges Experiment sabotieren, von dem so viel abhängt. Ach, natürlich haben wir eine Wahl. Warum müssen wir so unmenschliche Sachen hier unterstützen, um unseren Fortbestand zu sichern? So ein Schwachsinn. Niemand sollte dieses Glück in ein Goldfischglas pressen wollen. Auch nicht in dieser verdammten Bunkerhölle hier. Es würde aber doch nicht passieren, wenn es nicht sein müsste. Du hast die letzten Jahre hier doch genauso miterlebt wie ich. Den Stress, die Fehlgeburten, kranke Kinder von inkompatiblen Eltern. Können sowas Wichtiges wie Fortpflanzung doch nicht mehr dem Zufall überlassen. Eine schöne Umschreibung dafür, uns auch das Letzte zu nehmen, was einmal unsere Freiheit ausgemacht hat. Ich verstehe es nicht. Wir arbeiten seit 1,5 Jahren an diesem Projekt und seit wann? 5 Monaten verbringen wir fast jeden Tag damit, diesen Fötus zu versorgen. Du bist von Anfang an dabei, du hast sogar den Nährstoffplan erstellt. Warum jetzt? Was ist los? Weiß nicht, was du meinst. Ich war von Anfang an dagegen. Natürlich konnte ich das nicht so zeigen, sonst hätte Britta noch was gemerkt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dieses wieder natürliche Liebling. Experiment... Hör auf, mich anzulügen. Warum denn sie, Lia? Warum Aaron und Laila? Sie sind nicht verheiratet und auch kein Paar. Ich glaube, sie sind nicht einmal richtige Freunde. Sie sind einfach Arbeitskollegen, die der Algorithmus für genetisch kompatibel befunden hat. Sie lieben sich nicht. Das spielt keine Rolle. Das sollte es aber. Und was jetzt? Willst du sie bestrafen dafür, dass sie ausgewählt wurden? Denn ich weiß zwar nicht, wie sie füreinander empfinden, aber was ich weiß, ist, dass sie etwas für dieses Kind empfinden. Alles, was du ihm antust, wird zu seinem Kopf eigenen Leichnam haben. Und das solltest du eigentlich wissen. Natürlich weiß ich das, aber das da ist nicht ihr Kind. Wenn wir hier schon die Fortpflanzung regulieren müssen, dann sollten auch wenigstens richtige Paare die Chance dazu haben, nicht irgendwelche x-beliebig zusammengewürfelten Leute. Grundsätzlich hättest du recht, trotzdem kannst du nicht einfach eigenmächtig unsere Forschung manipulieren. Wenn ich dafür sorge, dass dieses Experiment abgebrochen werden muss, werden sie es beim nächsten Mal mit anderen Eltern versuchen. Wir wären naheliegend, weil wir schon einmal ein gesundes Baby gezeugt haben. Das wäre unsere Chance auf einen zweiten Versuch. Zweiter Versuch? Denk doch einmal daran, wie es damals hätte werden können. Wie es jetzt wieder werden kann. Wenn du dieses Kind umbringst, bist du unseres nicht wieder lebendig. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Ich wollte dir nie die Schuld geben. Ich weiß. Aber es war so schwer. Unser Baby. Ich denke an dich und hoffentlich klingt dieses Lied für dich als Leichtlein unter Zwein. Du bist ein Leuchtturm in der Nacht, ein Licht für uns entfacht und Wärme, die wir teilen. Ein Licht bei Nacht, ein Licht bei Nacht, ein Licht, du war es vorher bestimmt, dass man dich für immer von uns nimmt, dich nie nach Hause bringt. In meinen Armen, an dich zu denken, schwer. Wo kam die Liebe her? Sie wuchs unendlich an. Ein Wunsch geboren vor der Zeit. Du warst noch nicht so weit, so dass es nie begann. Mein Licht bei Nacht, mein Licht bei Nacht, mein Licht bei Nacht. Du war es vorher.
Boote in der Nacht vom Kurs kurz abgebracht. Kannst du uns je verzeihen? Mein Licht bei Nacht, mein Licht bei Nacht, mein Licht bei Nacht, mein Licht bei Nacht, mein Licht bei Nacht. Aber warum jetzt plötzlich doch? Ein zweiter Versuch. Ich liebe dich. Tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Senke Sauerstofflevel. Oh, nein! Nein! August 2142. Ich werde die Art von Mama, die Kinderfotos raussucht, wenn der Junge seine erste Freundin zugewiesen bekommt. Mit knallroten Wangen wird er da sitzen, mich stumm anflehen, diese Peinlichkeit zu unterlassen. Diese Peinlichkeit wird das, was uns zusammenhält. Meine Mutter ist so peinlich, wird er sagen. Aber das sagt nur alles über unsere Liebe aus. 25. August 2142. Ich werde die Art von Mama, die Krisensitzungen einberuft, wenn der Junge feiern gehen will. In Untergrund-Bunkerdiskos brennen vor Stroboskopfeuern. Kind, hüte dich vor den Soldaten. Unternimm doch etwas mit Menschen in deinem Alter. So junge Männer, die feiern gehen, was da alles passieren kann. Aber es gibt kaum Gleichaltrige im Bunker, wird er entgegnen. Guter Punkt. Am Schluss werde ich es dann doch erlauben. Aber ich werde mir niemals anmerken lassen, dass ich das von Anfang an so vorhatte. 30. September 2142. Ich hätte die Roboterbunte Strampler nehmen lassen. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie umgeben von Wissenschaftlern und Ärzten. Ein Ding in einer Petrischale. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie zu einem so wichtigen Ereignis beitragen würde. Ich passte auf sie auf. Als sie ihren GOAT ablegte, habe ich fast so was wie mütterlichen Stolz empfunden. Dies ist die Geschichte von Aida und wie sie den Bunker für immer verändert hat. Wir wissen schon länger, dass das Militär hochwertige Lebensmittel für sich und die Bugattis bunkert. Sie haben sich gut vorbereitet. Die Revolte, wie sie sich nannten, oder die Ratten, wie sie vom Militär genannt wurden. Ich habe den Beta-Wellen-Kondensator. Geil! Wie bist du da denn dran gekommen? Wo ist Luis? Die Bugattis haben ihn erwischt. Fuck! Diese Bastarde! Werden sie bereuen. Ah ja, hast du jetzt alles. Beta-Wellen-Kondensator, galvanische Zelle, Zirkulator. Gib mir 20 Minuten und dieses Baby wird das gesamte Sicherheitssystem der Wojaskis zerfetzen. Warum jagen wir es nicht einfach mit einer dicken Ladung Sprengstoff direkt an die Oberfläche? Spinnst du? Was glaubst du wohl, was passieren wird, wenn wir unten eine richtige Bombe zünden, ha? Ablenken, Freya. Mach einfach weiter. Ein EMP ist unsere beste Option. Sie sperren uns in die kleinsten Bereiche. Mit wenig Energie und kaum noch Wasser. Sie verarbeiten Kakerlaken in unserem Essen und verfüttern diese Grütze an uns. Ja, Sekunde. Ich verstehe den Ernst der Lage nicht. Der Rückhalt in der restlichen Bevölkerung wird in den nächsten Jahren wegbrechen. Das Militär setzt sich fest und muss kaum noch direkte Gewalt anwenden.
Ihre Herrschaft wird sich in den nächsten 5 bis 6 Jahren so etabliert haben, dass wir nichts mehr dagegen ausrichten können. Durch den GOAT können Sie Kinder komplett formen. Sobald die nächste Generation nur noch ihre Herrschaft kennt, sind wir aber... eine Revolution durch Gewalt hat noch nie zu einer stabilen Folgeregierung geführt. Du redest so, als ob wir eine Wahl hätten. Sie haben uns die Wahl genommen. Die Wahl, uns frei bewegen zu können. Unseren Beruf frei zu wählen. Unseren Partner frei zu wählen. Wir werden dem heute Abend ein Ende setzen. Und jetzt die Werbung. Schließt eure Augen. Seht ihr die bunten Wiesen und die Schmetterlinge? Das sind Schmetterlinge. Wunderschöne Schmetterlinge, die bei einem leise dahin plätschern, wach hinwegfliegen. Nein! Denn ihr seid Männer! Also bekommt ihr auch was für Männer! Den Fallout Whisky! Der ist nichts für schwache Nerven! Also beweise jetzt deine Stärke und trinke Fallout Whisky! Fallout Whisky! Schluck für Schluck zum Bunkergluck! Liebling, ich habe gekocht! Nicht schon wieder die gleiche Synthetikpaste! Ach Liebling, das ist doch längst nicht mehr nötig! Denn ich habe jetzt Vagifix! Das W steht für wundervoll. Das schmeckt wie Schweinshaxe mit Rotkohl und Klößen, obwohl ich noch nicht mal weiß, wie das schmeckt. Und mit Vagifix kannst auch du ein leckeres Mahl für deinen Gatten kochen. Immer nur Sex mit den gleichen Frauen im Bunker? Nervt sie die ständige Eintönigkeit der immer gleichen Stellungen und stöhnenden Gesichter? Dann probieren sie doch unseren neuen Sexybot aus. Dieser hochentwickelte Sexroboter passt sich sowohl äußerlich als auch sexuell ihren Vorstellungen an und bringt sie zu einer noch nie gekannten Lust. Bei Eifersucht oder emotionalen Schwankungen fragen sie nicht ihre Frau oder den Hersteller. Heute Abend werden wir den Plan umsetzen und sie ausräuchern. Es bleibt abzuwarten, wie sie darauf reagieren werden. Leiten Sie alles Notwendige in die Wege. Jawohl, Sir. Herr Major, ich gebe zu Bericht, dass es uns nicht möglich war, den Aufenthaltsort der Ratten ausfindig zu machen. Wir haben 2 von ihnen verfolgt, einer ist uns entwischt, einen haben wir liquidiert. Soldat Jacek, wie weit sind Sie mit der Identifizierung der Ratten? Herr Major, es handelt sich um 10 Personen aus unterschiedlichen Etagen. Über den Anführer konnten wir leider nichts herausfinden. Wir wissen aber, dass das erste Kind in Anlehnung an die... Audrey? Es tut mir äußerst leid, Major Grathoff. Leider weisen meine Datenbanken in diesem Bereich einige Lücken auf. Ach, meine Frau könnte mir auch jeden Wunsch von Lippen ablesen. Müll? Wegtrieben. Kämpfen jetzt also gegen einen Messias. Buchholz, was meinen Sie dazu? Ich hätte nicht gedacht, dass Jesus uns einmal nach der Apokalypse in einem Bunker heimsuchen würde. Diese Religionen sind so resistent wie die Scherben. La Roche, fahren Sie fort! Jawohl. Ist außerdem aufgefallen, dass die Ratten einen Beta-Wellenkondensator entwendet haben. Soldat, meine Aufgabe ist es zu führen. Ihre Aufgabe ist es, Leute zu erschießen. Und um ihretwillen hoffe ich, dass Sie Ihre Aufgabe in Zukunft besser ausführen als ich soeben. Jawohl, Herr Major. Lass sie kommen. Ja, nieder mit dem verdammten Bojowski! Ja! Der Kampf sich grabend, einen Weg zu wählen. Ein Konflikt um Einfluss, Chancen und Hoffnung. Die Kraft der Masse darf man nicht ignorieren. Unser Wunsch wächst und wird mächtig. Der Wunsch und Zugang zu Bildung, Nahrung, Technik. Ein Feuer für die Zukunft, das sich in uns einbrennt. Wer jetzt noch zögert, ist verdammt zu verlieren. Und vorbei ist die Einsamkeit im Horror. Seid bereit, auf dem Traum wächst unser Schwarm hervor. Keine Stahltür kann uns mehr halten, wenn jeder Zweifel verstummt. Hört der Bienenschwarm summt aus dem Untergrund. Du
Widerstand schnell zu zerschlagen. Die Rattenherzen, bevor sie uns zernagen. Jahrelange Kämpfe, ein herzloser Kraftakt. Jetzt kommt der Tag, an dem mein Stiefel sie zermalmt. Ja, frisst der König seine Kinder oder bild ich mir ein, dass der Gegner zu brutal ist, um barmherzig zu sein. Bitte stopp den Marsch der Ratten aus den Tiefen der Nacht. Ich kann den Klang nicht mehr ertragen, den mein Herzschlag jetzt macht. Und vorbei ist die Einsamkeit im Hort. Seid bereit, aus Gewalt wächst. Länger ab. Wir kommen im Sturm wie ein Strom, ohne Ende, ohne Pause. Bricht der Wunsch befreit ans Tageslicht hervor. Los, schwingt alle Ketten und setzt endlich frei. Was uns unterdrückt, ist jetzt vorbei. Nichts hält uns auf, kein Zurück und kein Weg. Ihr endloses Stampfen, wenn sie marschieren. Gewalt, die uns glücklich zerdrückt, setzt sie frei, beendet den Albtraum. Audrey, erschieß sie. Historikern wird es vielleicht schwerfallen zu sagen, warum der Major und nicht Ida von den Maschinengewehren erschossen wurde. Was aber wichtiger war, ist, dass genau diese Unsicherheit dem Verteidigungssystem des Bunkers gegenüber dazu führte, dass alle computergesteuerten Waffen eingeschmolzen wurden. Und was Ida angeht, der Verlust ihrer Freunde machte ihr schwer zu schaffen. Manche sagen, dass sie sich eines Tages in ihr Bett legte und nie wieder aufstand. Hallo, hallo? Ist das Ding an? Naja, es blinkt rot, also muss das wohl an sein. Achtung, Achtung, Aufnahme Start. Eintrag 1-587-36. Also, liebe Freunde der Kakerlakologie, nach 7 Tagen harter Arbeit hat die Transportkompanie endlich das große Buch auf die Ansichtshaltung gepackt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind immens. So wie es aussieht, wurden vor der Apokalypse die Kakerlaken in verschiedene Arten unterteilt. Eine, die hieß Love. Die hatte ganz viele Fühler rings um ihr Gesicht und dann noch welche hinten dran. Boah, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das gekribbelt haben muss, wenn die sich nachts in die Vorratskammern der Menschen geschlichen hat. Ist das alles aufregend? Hallo? Was zum heiligen Froschgott? Es ist genug da. Was? Ich sagte, es ist genug für alle da. Warum sollte ich denn Kakerlaken essen wollen?
Vielleicht, weil du Hunger hast oder einen kleinen Snack möchtest. Vielleicht stehst du aber auch nur aufs Töten. Wie ekelig. Ja, nicht wahr? Ich frage mich auch ständig, warum Leute ihre Käfer töten, wenn sie gar keinen Hunger haben. Was für eine Verschwendung. Nein, wie ekelig. Einfach Kakerlaken zu essen. Also ich bin ja grundsätzlich auch für eine vegetarische Ernährung. Aber mit dem Gemüse ist ja schon seit Jahren schlecht. Und diese Grütze aus der Kantine. Und die Kakerlaken leben ja hier eigentlich in idealen Verhältnissen. Darum geht es doch gar nicht. Nicht? Nein, Kakerlaken isst man nicht. Und vor allem nicht aus dem Müll. Klingt falsch. Was? Warum sollte ich keine Kakerlaken essen? Sie sind sehr gesund und enthalten sehr viel Protein. Kakerlaken sind eklig und unhygienisch. Wusstest du, dass jeder Mensch pro Jahr mindestens ein halbes Kilo Käfer isst? Ich nicht. Radioaktiv. Wir verseuchen euren Gehörgang. Tschüss. Musst du das jedes Mal machen? Ja. Ach ja. Du hast es vergessen. Ich vergesse nie etwas. Mein Gedächtnis ist technisch perfekt. Jetzt übertreibst du aber. Ich habe schon seit mindestens 1000 Jahren nicht mehr übertrieben. Bist du dir sicher? Wir sollen doch nicht in den Müll gehen. Jetzt sei doch mal still. Wir dürfen nicht gehört werden. Komm, lass uns einfach wieder zurückgehen. Aber Mama hat gesagt... Ach, jetzt sei endlich still. Komm mit. Da kommt jemand. Scheiße. Ah, hier rein. Ah, und Dosentomaten. Können Insektenköpfe oder sogar ganze Insektenkörper enthalten. Oh Gott. Ah, und 5% des Hopfens vom Bunkerbräu. Steht natürlich auch aus Insektenteilen. Wieso? Aha, und die rote Lebensmittelfarbe von Grütze, Trademark, steht natürlich auch aus Insektenteilen. Ja, warum macht man denn nichts dagegen? Sollten? Ja, sind nicht Insekten so Krankheitsüberträger oder so? Ah, nein, überhaupt nicht. Insekten sind ganz anders als wir Menschen. Die Krankheiten können gar nicht auf uns überspringen. Aber naja, aber sind Kakerlaken nicht ekelig? Insektenessen ist auch nichts anderes als anderes Essen. Ob ich jetzt den Körper eines Insekts esse oder die Leber einer Kuh, welchen Unterschied macht es schon wirklich? Naja. Und Insekten enthalten auch sehr viel mehr Proteine. Und besser als die Grütze in der Kantine sind sie auf jeden Fall. Und ich erhalte mehr als 1,5 Löffel pro Tag. Wann hast du das letzte Mal genug zu essen gehabt? Wann hast du dich das letzte Mal so richtig satt gemacht? Denk mal drüber nach. Sag Mama bitte nicht, dass ich Scheiße gesagt habe. Ach, ist doch egal jetzt. Ich will dir was zeigen. Was ist das? Das sind Wolken. Die waren früher im Himmel. Und dann konnten die Menschen mit ganz großen Leitern nach oben klettern. Und dann konnten die das so auf ihre Stöcke aufwickeln. Und dann konnten die das essen. Hast du noch mehr davon? Ja. Groß im geschmild im Ra. Heute wird unser Special Guest. Hört lieber zu und dann geht alles. Kurze Pause, Filters. Ich will auch einen Namen. Du hast einen Namen. Nee, so einen richtigen. Jeder hat einen richtigen. Ich heiße Lucretia. Fernando. Sehr erfreut. Fernando. Ein ganz normaler Vorname. Was dagegen? Siegbert ist auch ein ganz normaler Vorname. Wer ist Siegbert? Möchtest du mich Siegbert nennen? Darf ich? Darf ich dich Lucy nennen? Nein. Dann darfst du mich nicht Siegbert nennen. Der Freiheit und Abenteuer. Er würde mir leid tun, wenn ich solche menschlichen Gefühle nötig hätte. Ihr nicht. Ich hätte ja auch keiner gefragt. Na dann. Wolltest du was sagen? Ja. Und? Ich hab's vergessen. Ist das schlimm? Ich hör dir eh nie zu. Oh, ich krieg dich! Lauf nicht weg! Oh nein, die Beine, die zappeln noch.
Einfach den Kopf abreißen, danach geht's ganz einfach. Na komm schon, was anderes gibt's hier eh nicht. Ah, na siehste, hast du gut gemacht. Das Buffet ist eröffnet. Was ist das? Das sind, Pfanden. Guck mal, wie groß die waren. Das sind, Katzen. Ja. Davon hat die Lehrerin erzählt. Die haben früher mit den Menschen zusammengelebt, oder? Ja, mit vielen. Ich hätte auch gern eine Katze. Ich auch. Was macht ihr hier? Mama, gar nichts. Wir, geht auf euer Zimmer. Wir gucken uns den Rest zusammen an, okay? Ganz schön niedlich, wie diese Männchenchen ihrer Vergangenheit nachhängen. Würden wir die tun. Das haben wir gar nicht nötig. So was Unlogisches. Da stehen wir drüber. Noch ein allerletztes Mal. Aber nur für unsere Fans. Radioaktiv. Wir bunkern eure Freude. Wie gefällt dir unser neues Studio? Alles Müll. Wir reden jetzt nicht über Jerrys Leben. Das Wetter, Temperatur, Error. Öfter mal was Neues. Gang 33 ist vor Jahren eingestürzt. Sieht immer noch. Noch was? Verkehr. Noch nicht vor den Kindern. News. Die Bunker-News. Radioaktiv-Praktikant vermisst. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Zuletzt wurde sein linker Arm im Müllschlucker gesichtet. Gamma-Girls, viel zu beliebt und verdächtig zu werden. Endlich ist er da, wo er hingehört. Radioaktiv. Beste Radiosendung im Bunker. Einzige Radiosendung im Bunker. Jetzt zu unserem neuen Format. Fallout zu vieren am Nachmittag. Oder Vormittag. Wie spät ist es? Zeit für eine HB. Danke, Peters. Unser Thema heute. Müll, immer noch besser als Praktikanten. Definitiv. Ja, hast recht, geklärt. Danke, liebe Freunde des guten Fallout zu vierens fürs Zuhören. Und jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Eine Weltneuheit. Ein dritter Song von eurem Filters. Ich warte auf dich. Da kannst du lange warten. Ich hatte Angst, dass du mich langsam vergisst. Dass du mich fallen lässt und niemals vermisst. Dass meine Zeit mit dir in Eile vergeht. Und meine Liebe einfach weiter besteht. Da ist ein Bild von uns, zu dem es mich zieht. An das ich glauben will, egal was geschieht. Ich geh mit dir an meinen Ort jede Nacht. Und hab dort ohne dich die Jahre verbracht. Ich hab mir ausgemalt, wie du bei mir stehst. Wie deine Stimme klingt, wie du dich bewegst. Freue ich mich auf dich jeden Tag. Ich wurde hergebracht, das ist ganz bestimmt. Um zu prüfen, wie ergeben ich bin. Hoffen, die niemals verschwimmt. Doch kannst du nie. War dir egal, wie lang der Rost an mir frisst. War ich dir wichtig, wie auch du es mir bist. Niemals vergaß. Jetzt seh ich durch dich durch, als wärst du aus Glas. Spür deinen Rissen nach, wo fangen sie an? Spür ihnen nach, wo nur dein Herz liegen kann. Ein Kuss, der für mich schlägt. Ich war mir sicher. Ich warte hier auf dich.
Fernando, wenn ich ein Konzept vom Tod hätte, würde ich wollen, dass du nicht stirbst. Ich kann nicht sterben. Ich weiß. Ich würde auch nicht wollen, dass du stirbst. Videobotschaft vom 15.03.2202 von Aufschüttler Tufjord am Sandmannslandhof. Verehrter Sandmann, wie Sie wissen, beschäftigen wir uns in unserem wöchentlichen Diskussionskreis schon lange mit der Frage, wie wir der Frau im Bett auf noch bessere und hingebungsvolle Art dienen können. Ich meine, wir sind uns alle darüber bewusst, dass nur wir, die Anhänger der Frau im Bett, die Öffnungsphase überleben werden, da nur sie weise und mächtig genug ist, uns durch diese unbekannte Zeit zu geleiten. Allerdings sind wir uns nicht sicher, ob es nicht besser wäre, nochmal ein Aufstehritual zu machen. Auf jeden Fall die erste und zweite Matratzenriege, um uns den besten Schutz vor der Welt da draußen zu gewährleisten. Ich hoffe auf eine baldige Antwort. Schöne Träume, Ihr Aufschüttler Tufjord. Videobotschaft vom 21.03.2202 von Aufschüttler Tufjord an Sandmann Slatter. Verehrter Herr Sandmann, nach den heutigen Vorkommnissen sind wir uns nicht mehr ganz sicher bezüglich der großen Öffnung, wegen der ich Sie vor kurzem schon angeschrieben habe. Die Heiligste unter Morpheus' Geliebten hat sich erhoben. Die Senkrechte. Kann es jetzt überhaupt noch eine große Öffnung nach oben geben? Oder wird es vielleicht sogar eine Öffnung nach unten geben? In das Albtrauminferno? Schöne Träume, Ihr Aufschüttler Tufjord. Videobotschaft vom 21.03.2202 von Sandmannslatum an Aufschüttler Tufjord. Sehr geehrter Aufschüttler Tufjord, machen Sie sich keine Sorgen. Die Ereignisse von heute waren ein großes Missverständnis. Die Frau im Bett wurde wieder erfolgreich in die Waagerechte gebracht. Also keine Angst, es wird definitiv eine Öffnung nach oben geben und die Frau im Bett wird uns führen. Leider kann ich Ihnen noch nicht sagen, wie sie uns durch die erste Zeit geleiten wird. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie und Ihr Diskussionskreis weiter viele Gaben bringen, dann wird es sicher nicht mehr lange dauern. Schöne Träume, Sandmanns Land. Heilige Firmenbett, still wird, wer dich bedenkt. Du, die unendliche Freude unserem Geschlecht geschenkt. Sie führt uns. Sie soll keine Beine haben. Zeit und wie? Lindert unsere Zeit und unser Leid. Da wäre schon mal die Frau im Bett natürlich. Sie hat keine Beine. Ihr Oberkörper endet an ihrem. Ach, Blödsinn. Stimmt, ich habe sie schon mal gesehen. Und unter ihrer Decke waren Beulen darunter. Seid endlich leise, verdammt nochmal. Aber Helmnis sagt, dass die Frau im Bett keine Beine hat. Stimmt das? Jeglichem Schlaf, Oleis, nimmst du die Schmerzen fort. Ist einsamer Trainer heiß, Städte. Ich schwöre euch, mein Bruder Primus hat es gesehen. Lass mich nun lesen. Er sollte die Gaben unserer Eltern bringen. Als ins Heiligtum trat. Da war ihre Decke ein wenig verrückt. Die Beulen unter der Decke sind nur Kissen. Da hat sie angesehen, aber das darf er doch nicht. Nur sagt man, Slatum ist erlaubt, sie anzusehen. Sie lernt man doch schon als Kind. Ich habe keine Ahnung, wer die Frau im Bett ist. Ich wundere es jedenfalls nicht. Wie sind Sie überhaupt gekommen? Ich meine, du solltest sie auch welche brauchen. Meint ihr, sie sind ihr abgefallen, als sie zur Göttin wurde? Oder hatte sie welche? Was meinst du, sagst du? Ich meine, du bist ein Idiot. Genau wie dein Bruder Brimnes. Gib's uns. Von dem Ziel abirren und schwanken im Wind. Selig, ein schmales Gefühl, dass wir geborgen sind.
Hey du. Was war? Nein. Ungünstig. Deine Anhänger scheinen draußen auf den Punkt zu kommen. Wir sollten uns vorbereiten. Geh weg. Ich rede nicht mehr mit dir. Immer dasselbe Gespräch. Ich bin es leid. Was meinst du, ist es diesmal? Zu irgendeinen Nachwuchs segnen? Oder einen Streit schlichten? Das ist eine Hochzeit, dann gibt endlich Kuchen. Hoffentlich ist es keine Hinrichtung. Die letzte war wirklich, wirklich ekelhaft. Deine Anhänger scheinen aber langsam zur Vernunft zu kommen. Wie lange wirst du jetzt schon verehrt? Das hatten wir doch schon. 30 Jahre. Bitte lass mich in Ruhe. Oh, du weißt, dass ich das nicht kann. Hier. Was soll ich damit? Ich meine mich daran zu erinnern, dass bei solchen Religiositäten immer Behälter rumgereicht wurden. Für Nahrung. Vorzugsweise Kuchen. Wir sollten vorbereitet sein. Habe ich das gerade richtig gehört? Ihr wollt den armen Menschen schon wieder ihr Essen wegnehmen. Toll, gleich bin ich das wach. Und wie es aussieht, genau zum richtigen Zeitpunkt. Du solltest deine Anhänger wirklich nur um etwas zu essen bitten, wenn du auch wirklich etwas brauchst. Sonst fällt es nur gierigen Abfallfressern in den Rachen. Ich will ihnen doch nicht ihr Essen wegnehmen. Sie geben es mir nochmal. Außerdem wäre es super unhöflich, es nicht anzunehmen. Wenn sie es uns geben, dann haben sie wohl einfach zu viel davon. Und du meintest nicht, du könntest so etwas sagen wie: Ihr lieben Menschen, ich bedanke mich für eure milden Gaben, aber meine Energiespeicher sind bereits gefüllt, also nehmt diese Speisen für euch selbst, sodass ihr keinen Hunger leidet. Hast du schon mal gehört, wie Menschen sich unterhalten? So nicht. So, pass auf, ich werde mir diese Vorwürfe nicht schon wieder anhören. Es war meine Entscheidung, ins Bett zu gehen und meine Entscheidung, dort zu bleiben. Was die anderen da für sich rausmachen, ist ihre Sache. Weißt du, was mich schockiert? Dass Fruchtiger die Steigerung von Fruchtig ist? Es schockiert mich, dass du so viel Macht hast und rein gar nichts damit anfängst. Du liegst Tag ein, Tag aus in diesem Bett, ohne jemals etwas Gutes zu bewirken. Oder generell etwas zu bewirken. Ach, Kakalakak, sie macht mega viel. Sie hört sich Probleme an und sie segnet Babys und... Ist dir schon mal aufgefallen, wie gut ihr dieses Bettgestell steht? Die Zeit, etwas Gutes zu bewirken, ist längst vorbei. Ich will doch einfach nur überleben und in Ruhe gelassen werden, so wie jeder andere auch. Daran kann doch nicht so falsch sein. Wenn das so wäre, würdest du jetzt wohl kaum ein Gespräch mit deinem imaginären Gewissen führen. Meinst du nicht auch? Na los, Frau. Jetzt ist die Chance, endlich deinen Einfluss zu nutzen. Gib ihn, wofür sie gekommen sind, Bad Lady. Showtime. Die Frau im Bett ist viel mehr als Blechbirne sagt. La 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 la. Als Göttin vertraut man ihr, sodass niemand verzagt. Ein Bewohner fragt: Hey Frau im Bett, sind wir vom Schicksal bestraft? Und Frau im Bett sagt, es hilft, wenn ihr eine Nacht drüber schlaft. Und die Menschen so, das hilft, und die Frau im Bett zurück, ja, ich schwör. Das hab ich so nie gesagt. Der Tisch ist gedeckt, Bord, Kuchen und Gebäck, und sie bringen es ihr. Für einen Rat, einen guten Rat, den jeder überinterpretiert. Lebensverändernd, ich sag's euch. Und wenn sie's nicht mehr käme, das nächste, was als Gott funktioniert. Ein Frosch, wenn man mit ihm spricht, antwortet er nicht, wie unfair ist das? Sie hört dir immer zu, egal was du fragst. Sag schnell irgendwas, sie spricht ohne Unterlass. Sag bitte was. Im Haushalt. Jeder Frau kam und einen Grund zu leben. Einen Grund, der will Glück, Frau im Bett. Sonst werden sie noch verrückt. Jeder hier braucht einen Grund zu leben. Ekel, Schabe, du liegst ja nicht ganz falsch, aber den Lebenssinn erfüllt der Mensch schon durch Schlaf, Essen und Sex. Ja, doch ihre Fähigkeit zur Reflexion transzendiert sie komplex. Hä? Was primitiv scheint, wird Zweck. Was? Ein notwendiges Spiel. Ich verstehe nicht, was du sagen willst. Religion ist nicht mehr als ein Fluchtweg, doch den Preis, den sie fordert, der ist wirklich zu viel. Deine nihilistischen Motive stecken voller Eigennutz und Gier. Also vergleich sie nicht. Oder halt Elixier. Schenk ihnen ein den reinen Wein. Sie sterben am Ende allein. Bestimmt kommt irgendwann.
dann der Tag, ja, an dem ich mich nicht nochmal von der rechten auf die linke Seite drehen mag. Sehr aussagekräftige Metapher. Bis dann steig weiter auf die kalte Wand, zieh die Decke zu den Ohren und in den Verstand. Und so zieh ich mich zurück, ich sperr alles aus, selbst dass ich existier, ich bleibe hier. Also erzähl mir nichts, was ich schon. Heilige Frau im Bett, wir erblassen vor deiner waagerechten Gestalt. Wir wollen dich ehren und dir dienen, auf dass unsere... Und der Dicke will Schluss damit! Verzeih, oh heiligste unter Morpheus Geliebten, wünschst du eine Weisheit mit uns zu teilen? Ein gütiges Wort und Verzeihung sind besser als ein Almosen gefolgt von Anspruch. Was du nicht willst, dass dir jemand tut, das fügt... Oder am Anfang ist der böse Trieb wie ein Vorübergehender, dann wie ein Gast und am Ende wie ein Hausherr. Kein Zwang sei der Religion, das Rechte ist ja deutlich genug unterschieden vom Falschen. Letztendlich wissen, ob sie Beine haben. Oh, Heilige! Ich glaube verdammt, nicht, dass das wir... Ich weiß doch selbst nicht, was ich sagen will. Freya war immer die Klügere von ihr. Mit den schlauen Worten. Allein ihre Sicht zum Weltuntergang. Für sie hatte der nämlich nie etwas mit Bomben zu tun. Sie meinte, für einen ausgewachsenen Weltuntergang reicht es schon, wenn man seinen Lieblingsroboter verliert oder einen Korb bekommt. Er kommt, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Oder wenn der Nachtisch in der Kantine alle ist. Das Ende der Welt ist eine höchstpersönliche Sache. Heute weiß ich, dass er jeden Tag kommt, der Weltuntergang. Für mich besonders in den Abendstunden, wenn ich das Licht zum Schlafen lösche. Knopfdruck und bäm. Welt ist untergegangen. Glücklicherweise ist sie bisher am nächsten Tag immer wieder aufgetaucht. Aber die Zeit dazwischen, die ist hart. Aber selbst wenn das so ist, heißt es ja nicht, dass wir nicht versuchen können, etwas dagegen zu unternehmen. Warum auch noch die Einsamkeit feiern, indem man die einsamste Göttin im ganzen Bunker verehrt? Deswegen bitte ich euch, hört auf, euch nur auf mich zu konzentrieren, sondern fangt endlich an, aneinander zu denken. Habt ihr mich verstanden? Ja, ich habe genau verstanden, was du von uns willst. Du verlangst von uns, dass wir endlich die gottlosen Untertanen des falschen Kults des Atomfrosches erschlagen. Was? Ja. Ja. Oh, heilige Bettgöttin, deine Weisheit ist unermesslich. Schon viel zu lange dulden wir dieses Amphibienpack in unseren Gängen. Es wird Zeit, sie in die nächste Phase mit dem Boden zu schicken. Ja. Das ergibt gar keinen Sinn. Schweigt! Diese Blasphemie hat nun ein Ende. Wir sind die Jünger des heiligen Atomfrosches, kurz JDHAF. Ja, das sind wir. Und wir sind nicht länger bereit, diesem schändlichen Kult um eine bettlägerige, faule Frau weiterhin einen Raum zu geben. Die Zeit ist reif. Deshalb werden wir nun einen Sprung in die richtige Richtung wagen, auf dass unsere Zungen die schändliche Fliege der Gottlosigkeit erschlagen. Tod der Frau im Bett. Was um alles in der Welt geht hier vor sich. Ja. Sei leise, verpasse ich noch was. Ach, was hat sie gesagt? Niemand außer der von Mutter Bunker erwählten heiligen Betonflüsterer ist in der Lage, Frau im Bett zu töten. Solange Vater Beton es wünscht, Schwester, wie ist sein Urteil? Tod der Frau im Bett.
Audrey? Kakalaki? Und wer bist du? Jerry. Junior. Mit dem Namen gehörst du nicht zu einem von meinen Verrückten? Nee, ich gehöre zum Kult des leuchtenden Schnürsenkels. Aber auch nur, weil mein Bruder den gegründet hat. Das heißt, du willst mich nicht umbringen? Nee. Nee. Nein, danke. Oh, okay. Dann kannst du mir jetzt helfen, endlich mal das Richtige zu tun. Hallo Bewohner des Bunkers. Hier spricht die Frau im... Nein, hier spricht Aida. Heute habe ich erfahren, zu welchen Konsequenzen es führt, wenn man der Welt dabei nur zuschaut, wie sie an einem vorbeizieht. Ich sitze hier in meinem Zuhause, wo sich vor wenigen Augenblicken gut 3 Dutzend Leute gegenseitig an die Kehle gegangen sind, nur um ihren eigenen sinnlosen Kult zu verteidigen. Außer mir hat nur Jerry Jr. überlebt. Sag hallo, Jerry. Hallo. Es wird nicht mehr reichen, nur unsere Einstellung zu ändern. Mit jedem Tag, der verstreicht, weigern sich immer mehr von uns, unsere Welt so wahrzunehmen, wie sie ist. Der Müll, der sich überall ansammelt, wird nicht weggeräumt, sondern als Opfergabe für irgendein Flurmonster gesehen. Und die Frau, die zu erschöpft war, das alles noch weiter zu ertragen, wurde als Göttin verehrt. Zum Wohl von uns allen und den nachfolgenden Generationen rufe ich also euch dazu auf, den einen Schritt zu wagen, der schon längst überfällig geworden ist. Es ist Zeit. Ich rufe euch dazu auf, die Bunkertür zu öffnen und endlich wieder in die Freiheit zu treten. Meine Mutter hat mich für das Bewerbungsverfahren für die Öffnungszeremonie angemeldet. Oh Mann, das wäre ja was. Ich, Julius Friggen von Deusenberg, strahlender Hüpfer des Atomfrosches, werde derjenige sein, der das große Tor öffnet und alle Menschen in eine neue Zukunft entlässt. Das wird mein Moment. Ich weiß es einfach. 5.9.2222. Das Ältestenkomitee wollte so spezifische Sachen von mir wissen. Mit wie vielen Bolzen ist das Haupttor verschlossen? Seit wann wurde das Tor nicht mehr geöffnet? Vor wie vielen Jahren haben die großen Bunkerreligionen Frieden geschlossen? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Tor so kompliziert sein kann. Zum Glück habe ich mich gut vorbereitet. Jetzt bin ich auch schon ganz aufgeregt wegen der Zeremonie. Meine Mutter hat mir meinen besten Bunkeranzug gebügelt. Den blauen, mit meinem Namen drauf, damit ich auch gut aussehe. Ich werde schließlich auch eine gute Figur machen, wenn ich am Ende das große Tor öffne. Erst am großen Rad drehen, links herum, dann den Hauptbolzen rausschieben und am Ende den Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, dann wird das Tor aufschwingen, Girlanden flattern im Wind, Vögel singen. Alle jubeln. Herrlich. Ich hoffe nur, dass die Wissenschaftler den Zeitpunkt auch richtig berechnet haben. Nicht, dass es schon Nacht ist, wenn wir das Tor öffnen. Es darf nichts schiefgehen. Es ist alles schief gegangen. Das Rad ließ sich nicht drehen. Egal, wie sehr wir es gemeinsam versucht haben. Also mussten die Techniker kommen und das Tor aufschneiden. Das hat fast 3 Tage gedauert. Ich habe natürlich die ganze Zeit dort gewartet,
Weil ich ja derjenige sein sollte, der das Tor öffnet. Und als sie endlich an der äußersten Schicht angelangt waren, dann kamen so seltsame Geräusche von außen herein. Also, so wurde das Ältestenkomitee einberufen. Die haben sich dann beraten. Stundenlang. Und am Ende sind einfach alle nach Hause gegangen. Aber ich werde morgen wieder hingehen. Ich werde derjenige sein, der das Tor öffnet. Ganz bestimmt. Dankeschön!